So. Oh je, Zufallsauswahl. Oh, och nö, Können wir schon tauschen? wieder. Oh, Ich will Ulla, ich noch nie nicht. gespielt. Ich habe Ulla gespielt und Fenrir auch, aber nee. Du hast Fenrir ja fast schon gemeistert. Ja, irgendwie Weißt du, wie Fenrir 33. spielen muss? Du hast schon über 30 Punkte. So ungefähr. Boah. So, jetzt ist die Sache. Bist du jetzt schlau und gehst auf Verteidigung oder nicht? Ich habe keine Ahnung, was ich überhaupt mit dem machen muss. Ich habe noch nicht mal hier so ein Dingens. Was bist du denn für einer? Ich bin physisch. Ich kenne meine Attacken nicht. Du hast keinen vernünftigen Ulti-Wechsel halt zwischen Nah- und Fernkampf. Im Nahkampf hast du höheren Attack Speed, im Fernkampf hast du höheren Angriff. Dichter muss ich bin. Ob du ein Bo kannst einfach einmal klicken, ob du jetzt mit den Äxten rumrennst oder mit dem Bogen. Achso, du kommst da hinten. Gut zu wissen. Hi. Depp, 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 depp. Hast du dir irgendeinen Buff geholt oder was ist los? Nein. Oh, Minions. Weg. Verdammt! Ich wollte Bro, gerade wegspringen. weiß nicht, was meine Attacken machen. Digga, ich habe keine Ahnung. Natürlich geht der Schlingel auf Verteidigung. Dann weiß ich, dass ich auch Verteidigung durchbrechen gehen werde. Nein, das ist unfair. Ich hol dir immer erst den Brustpanzer. Entweder Brustpanzer oder das andere. Echt? Jedes Mal? Meistens. Weil es halt eben die 25% gibt. Gehe ich immer als erstes. Irgendwie stunnen. Nee, ich glaube, dann kannst du nicht, das ist mein Glück. Ja. Du musst reinjumpen. Warum soll ich meine 4 bitte skillen? Damit du darauf noch mehr Bonus bekommst, auf deine Attribute dann. Du bekommst zum Ja, Beispiel hier dann. quasi. Nein. Ja, so ungefähr. Das verstehe ich auch nicht. Hier läuft einfach nur rum. Da rein, ich sehe Du bist doch so ein Olaf-Fan. Du bist doch so ein Olaf-Fan. Ja, und Fenrir. Die haben echt die besten Sachen Kluge, das ist bekommen. das optimale Spiel, glaube ich. Ich muss jetzt schon meinen Bauplan umwerfen. Oh nein. Ein Bauplan. Scheiße. Ich habe für recht viele schon einen gemacht. Oh Gott. Du hast jetzt schon Angriffsgeschwindigkeit hochgemacht. Nee. In dem Doch, Fall das geht jetzt, weil du auf total. Verteidigung gehst, muss ich deswegen umbauen. Ich gehe jetzt auf Verteidigung durchbrechen. Voll gemein. Rausgeholt. Wow, wollte ich nicht.
Kann sein, dass es gerade ein bisschen leckt. Ja. Ich bin gerade ein bisschen hin und her gesprungen. Ja. Aus Versehen geswitcht. Da kommt Mond. Ich verstehe die zwei nicht. Ist das irgendwie ein Buff? Ich glaube, einen Buff hast du. Das ist ein Buff. Also sinnlos. Ja, geht. Ich mag keine Buffer. Das Problem ist, Handy wird keine guten Skills, um Minions umzuhauen. Dann reinspringen. Nö, bitte nicht. So, die nehme ich mit. Das war jetzt blöd. Sogar sehr blöd. Geht. Komm leider nicht hinterher. Tut mir leid. Ah, fast schon. Du hast die große Mutation direkt wieder geholt. Die hole ich immer. Müsstest du doch wissen. Ja, aber trotzdem, selbst hier kannst du zurück. Hier bist du eigentlich nicht drauf Ja. angewiesen. Weiß. Es gibt wahrscheinlich in solchen Maps keinen Moment, wenn du wirklich auf deine Mana-Regeneration dann darauf angewiesen bist. Sogar jetzt bist du gerade Drauf zurückgegangen. angewiesen. Weiß. Sogar jetzt bist du gerade zurückgegangen. Lesen Kann es eigentlich musste. sein, dass diese größeren Minions, die vorne ranstürmen, immer dann auftauchen, wenn man einen Kill hatte in einem Gegner für sein Kann Team? gut möglich sein, ja. Ist mir gerade so aufgefallen. Was? Bist du weit vorne? What? Auch mehr Abklingzeit. Da. Böse. Böse Hundi. Holy macht das aber gerne. Wundert, dass du dein Ulti noch nicht eingesetzt hast. Den einen wundert's, der andere sieht's taktisch. Ja, du hast mehr Mana für die anderen Sachen. Mal zu deinem Turm hinkommen. Zumindest nicht, wenn ich weiter so vorsichtig spiele. Das ist echt spannend, weißt du was? Ja, das Turnier wird lange gehen. Das Turnier, ja. Wenn wir echt fürs Turnier die Regel Ja, machen, dass Team. Dings ist. Random Auswahl, dann dauert's lange. Mit anderer Auswahl, je nachdem, wie du nimmst. Okay, jetzt habe ich meine Dings eingesetzt und muss nicht nach hinten. Nach hinten Ja. raus. Push gleich durch mit meinem Phoenix. Mit Level 10. Naja, so einfach geht es leider nicht. Hauptschaden. Kommen die Pfeile eigentlich? Hi. Was sind Astralpfeile? Sieht man das nicht? Stimmt, Osiris habe ich auch noch gar nicht ausprobiert. Weil er mit seinem Geistkörper mir bis jetzt kompliziert war. Ja. Ich habe jetzt den Unterschied oder den Vor- und Nachteil von der Blutschmiede erkannt. Blutschmiede ist eher bei Fernkämpfern besser. Weil sie halt dann auf Distanz bleiben und so schnell auffüllen können. Beim Nahkampf muss ich halt dann trotzdem erst hin und dann kann ich so was auffüllen.
Oh, bloß Crit-Schaden. Eigentlich nicht. Crit-Schaden? Nee, bisher noch nicht. Dann habe ich gerade Crit-Schaden gemacht. Ja, stimmt, ich habe So, 5% Crit-Schaden. Ja! du hast die Quint Size. Ich verwirr dich gerade total, ne? Meine Items. Die Quint Size sind zwar okay, die hätte ich auch wahrscheinlich bei ihm genommen, aber dass du die zu Anfang gleich holst, das wundert mich. Weiß nicht, was ich mit dem nehmen soll, von daher, ich kaufe einfach nach Gefühl. Weg. Heilregen ist lustig. Ey, Der von einzige auch allen, die ich lustig. bekommen konnte, musste natürlich Fenrir bekommen. Du kannst Fenrir, du hast ihn schon mal gespielt. Ja, ich bin sogar dabei, ihn zu meistern, aber trotzdem. Ja. Weißt du, als ich meinte, das kann so 25 Minuten ungefähr dauern? Guck mal auf unsere Anzeige, das ging heute Morgen mit Pat Doch, war eindeutig ein nicht bisschen weg. schneller. Läufst du weg? Oh, der kommt einfach nicht weg. Der ist arschlangsam. Was soll? Naja, du kannst mit deinem Nahkampfstyle wegspringen. Okay, muss ich jetzt fahren. Mach doch nicht den Tower kaputt. Warum nicht? Ich mag ihn aber. Oh, jetzt hast du auch noch den Handschuh, super. Ja, ich habe mir nicht das Spiel geholt, weil ich wusste, dass es hier sinnvoller ist, wenn ich dauerhaft diese Buffs habe. Ja, und allen Charakteren, die du kriegen kannst, kriegst du auch noch Fenrir, ne? Das ist nach Loki der zweitschlimmste, den du kriegen kannst. Den er Gegner Nach kriegen kann. Loki nur? So. Hier im Battle Towers on Attack, ja, kann er ruhig sein. Ich hab deinen Tower under Attack gemacht. Der ist kaputt. Du hast ihn angekratzt. Uhu. Reicht mir. Ist ein Sieg für mich. Ah, Fenrir hat natürlich auch 4 Attacken. Ulla hat 2. Und den du hast auch einen Buff, ne? So, der Golden Bow. Dann hätte ich bisher den Odysseus Bow genommen. Nein. Doch, ich habe keine Ahnung, was ich mit dem kaufen soll. Komm halt nicht weg. Vergessen, ich kann Mask. aufspringen. Ich weiß, dass du springen kannst. Ich kann ja nichts dagegen machen. Immerhin ist es in dem Sinne fair, dass wir beide improvisieren müssen, was wir nehmen. Naja, du hast ein perfektes Bild für Fenrir. Ja, ein eigentlich Du hast gesagt, du bist perfektes. an dem, bei dem dran zu meistern. Ja, schon, aber das Bild muss ich jetzt abändern, weil du auf Verteidigung gehen wirst. Normalerweise bin ich auf Ich weiß Angriffsgeschwindigkeit. nicht, auf was ich gehen soll mit dem Vogel. Sorry, ich Ja, wie weiß jeder es nicht. andere Attack Speed und bisschen Crit und Blutschmiede. Im Grunde ist bei mir jeder Hunter gleich. Er ist ein Hunter? Ja. Wo soll ich das wissen? Es wird dir angezeigt. Nein. Verschwendest deinen Sprint für das? Ja. Ich habe ja nicht hier ständige Nachjump-Attacken und sowas. Och nee. Bleib mal auf Kaufe der ich jetzt. Straße da. Weiter reinjumpen. Jetzt ein Fehler, ich hätte mir die Quint Size holen sollen. Bei. Mal schauen. Vielleicht das hier noch was. Du hast genug Items. Jesus, du hast schon viel. What the fuck? Warum hast du schon so viele Items? Keine Du Ahnung. sagst, du hast keine Dinger hier.
In den Keller. Nein, 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 du bleibst hier. Nö. Doch. Bist du schon wieder hinter mir? Wie schnell ist dein Fickgesicht, ey? Speed von 470. Ekelhaft, wie schnell der ist. Oder ist halt mega kacke. Go, go, Ach, Minion. nee. Jetzt schon. Ja, Wie viel ja, Schaden ja. haust du bitte raus? Genug. Merke ich. Wieder zurück, der Phönix ist weg. Ich Wenn hätte einen jetzt Charakter, der auch vernünftig, wenn man vernünftig spielen kann. schlau wärst, würdest du darauf warten, dass der Phönix wiederkommt und ihn so lange beschützt. Warte schon darauf, dass der Turm wiederkommt. Hast du auch vor, da ins Bett zu gehen oder wollen wir danach noch eine Runde mit zufälligen Göttern? Was? Willst du danach gleich ins Bett oder willst du noch eine zufällige Runde? Nochmal gegen dich. Ich wieder so ein Mongo-Gott. Du bringst wieder einen, den du gemeistert hast. Wir können ja auch direkt, sobald wir beide Götter haben, die Kacke sind, komplett neu starten. Aber sagen wir so, jeder hat gleich einen Joker, wo man neu starten darf. Sofern beide dann Okay. einverstanden sind. Weg mit deinem. Geh weg. Hör auf abzuhauen. Kommst mit. Dann kommt da einfach vor allem diese Dreimal-Attacke, die trifft halt immer. Das ist halt Kacke. Oh ja. Noch festhalten und nochmal draufhauen, das ist. Wenn dann noch der Ulti da ist, dann kann ich gleich wieder hinterher ziehen. Ah. So ein spiele ich nicht, den Scheiß Endgame. Wenn Lu Fenrir hat, dann habe ich kein Problem gegen ihn kein Problem gegen Fenrir zu spielen, weil Lu kriegt das nicht gebacken, schnell zu sein. Lass sie das ja nicht hören. Nein, nein. Also wenn Lu Fenrir, Soll ich den letzten Satz also von dir zensieren? du musst ja nicht hochladen. Nee, ich muss es nicht hochladen, aber ich könnte. Ja, okay, die Runde war echt ein bisschen blöd.